Wir gehen in einen anderen Tempel von Roshi Genjo. Hier machen wir eine Sitzmeditation. Langsam atmen wir ein und wieder aus. Das soll uns helfen, uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. So einfach geht das gar nicht. Ich frage mich, was der Roshi da macht. Und ich befürchte, dass es mich als Nächsten trifft. Tatsächlich. Ich überstehe es und bin nach dem langen Sitzen plötzlich ziemlich entspannt. Das sei auch der Sinn der Schläge, sagt Roshi. Im Sazen sammelt sich die Kraft beim Tanden, dem Zentrum des Körpers. Hier kommt die Kraft her. Dein Zentrum ist schlaff. Dein Tanden sollst du stärken, damit deine Willenskraft und Energie fließen kann. Der alte Mann hat Kraft. Alles von da. Zen-Power ist das spirituelle Bewusstsein, mit allem verbunden zu sein. Ich zeige dir die innere Kraft mit meinem Körper. So ist dieses Ki leichter zu verstehen. Und dann sagte Roshi, ich soll mich auf seinen Bauch setzen. Wie schwer bist du? Bald 90 wahrscheinlich, 88 Kilo, 88. Auf den? Der Roshi demonstriert, was es heißt, wenn man seine ganze Energie im Ki, im Zentrum des Körpers, konzentriert. Okay, auf den. Wenn man richtig atmet und geistig wach ist, wird man sich seiner prächtigen Seele bewusst und entwickelt sich. Heute nennt man das auch Mindfulness, Achtsamkeit. Das Wichtigste beim Zen ist, sein Zentrum zu finden. Meine Fotos habe ich mir wieder mal abverdient. Und ich habe jetzt zumindest eine Idee, was Zen bedeutet.